Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Heute mal ohne Facecam, denn wir haben gestern Tiffys Geburtstag gefeiert und es war dann doch ein bisschen zu wild. Dementsprechend bin ich auch relativ spät dran mit den Hogwarts Mystery Parts, aber ich glaube, ich schaffe das bis morgen noch. Also morgen, sprich heute, wenn es rauskommt. Wir machen heute mit der Hauptstory weiter. Wenn wir in der Hauptstory nicht weiterkommen, machen wir mit der Nebenquest rund um Penny weiter. Sprich, wir müssen Zutaten suchen und jetzt sprechen wir erstmal mit Kesselbrand über Bowtruckles, denn wir haben uns ja auch mit unseren Freunden über Bowtruckles informiert. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar ein Zuhause gefunden haben für die kleinen Biester. Nein, sie sind süß. Aber es ist, glaube ich, nur einer, dem wir helfen sollen. Na, egal. Ich bin noch nicht ganz wach. Obwohl es schon nach eins ist. Aber was soll's? Was soll's? Geburtstag ist schließlich nur einmal im Jahr. So, da sind wir auch schon. Oh. Geht es Ihnen gut, Mr. Lacroix? Sie sehen ganz verstört aus. Ja, ich meine, nein, nicht wirklich. Aber es wird schon gehen. Ich hoffe, Sie wurden nicht Opfer meiner entlaufenden Chimäre. Nein, aber ich habe eine Abhandlung über Bowtruckles mitgebracht und für diesen Bowtruckle einen Mega-Powerbaum als Zuhause. Das sind wenigstens ein paar gute Neuigkeiten, um den andauernden Missgeschicken der Chimäre im Schloss entgegenzuwirken. Erzählen Sie mir jetzt etwas darüber, wie Sie anderen Schülern geholfen haben, den verbotenen Wald zu betreten? Erst müssen Sie diesem Bowtruckle den richtigen Namen geben. Barnaby Junior. Oh, kommen wir denn in Newt? Wie wäre es mit Newt? Nach Newt Scamander? Yeah. Jo, das finde ich gut. Und ich bin mir sicher, dass Mr. Scamander diese Ehrung schätzen wird, wenn er jemals nach Hogwarts zurückkehrt. Schauen wir mal, ob Newt den Mega-Powerbaum mag, den sie für ihn haben wachsen lassen. Da bin ich auch mal gespannt. Gucken wir mal. Wir brauchen auch nur einen Stern. So, schnacken wir hier doch mal mit dem Guten. Haben Sie jemals einen Bowtruckle gesehen, der glücklicher war? Er mag den Mega-Powerbaum. Wenn Professor Snape versucht, Rinde von diesem Baum zu sammeln, muss er sich auf einen Kampf einstellen. Mit dem Bowtruckle? Willkommen in deinem neuen Zuhause, Newt. Newt. Ich glaube, er mag das. Das Gefühl habe ich auch. Ach, alles klar. Er wird diesen Baum mit seinem Leben beschützen und mit seinen spitzen kleinen Fingerchen. Ja, davon gehe ich aus. Hm? Gut, ich mache jetzt aber nur zwei Sterne und dann mache ich einen Cut an dieser Stelle, denn wir haben jetzt soweit alle Optionen frei. Sprich, wir haben jetzt eigentlich gelesen, was es zu lesen gab. Also machen wir einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. So, willkommen zurück bei Dr. Kesselbrand. Doktor, warum sage ich immer Doktor? Professor Kesselbrand. Gut gemacht, Mr. Lacroix. Nichts erfüllt mich mehr mit Freude, als ein glückliches, magisches Wesen zu sehen. Danke, Professor Kesselbrand. Erzählen Sie mir jetzt etwas darüber, wie Sie anderen Schülern geholfen haben, sich in den verbotenen Wald zu schleichen? Warum wollen Sie den verbotenen Wald betreten? Um ein verwunschenes Verlies zu suchen, um Kreaturen zu suchen, um den Wald zu erkunden. Ich glaube, bei ihm ist es am besten, wenn wir die Kreaturenfährte nehmen. Wenn ich in den Wald schleichen könnte, kann ich noch weitere Kreaturen finden, die wir dann im Unterricht behandeln können. Ich konnte dem Drang noch nie widerstehen, weitere magische Wesen zu studieren. Es war vor der Schlafwandel-Epidemie viel einfacher, in den verbotenen Wald zu gehen. Jetzt wirft die Fakultät ein wachendes Auge auf diese Umgebung. Sie denken nicht, dass man sich reinschleichen könnte? Alles ist möglich in Hogwarts, Mr. Lacroix. Ich habe immer bereut, dass ich Patricia Rakepig erzählt habe, dass man sich am besten auf einem Besen unerkannt in den Wald schleicht. Sie war die begabteste Schülerin und wollte die Kreaturen des Waldes studieren, um eines Tages Magiezoologin zu werden. Nachdem sie wusste, wie man sich hineinschleicht, hat sie dort genauso viel Zeit verbracht wie im Schloss. Aber ich glaube, sie hat sich nicht nur wegen den Kreaturen dorthin begeben und welchen anderen Grund sie auch hatte. Es war eine schlechte Idee. Sie sind anders, Miss Delacroix.
Oh, das ist der Erste, der das sagt. Die anderen haben gesagt, sie hat Ärger verursacht und Schüler haben sie geliebt und Lehrer mochten sie nicht wirklich. Da hieß es ja immer, ja, Patricia Rakepick ist also genauso wie du. Aber nein, wir sind anders. Ich denke nicht, dass sie das tun würden, wenn sie keinen wirklich guten Grund hätten. Dankeschön, Professor Kesselbrand. Ich werde einen Besen finden und in den verbotenen Wald fliegen. Natürlich ganz vorsichtig. Der Wald ist riesengroß, Miss Delacroix. Vergewissern Sie sich, dass Sie genau wissen, wo Sie den Wald betreten und stellen Sie sicher, dass Patricia Rakepick nichts bemerkt. Warum? Warum? Meinst du etwa, sie spioniert mir nach? Oh nein, jetzt habe ich das aus Versehen weggeklickt. So, triff dich mit Madame Rakepick auf dem Trainingsgelände, um einen neuen Zauberspruch zu lernen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie uns zwischendurch jetzt auch Zaubersprüche beibringt. Die können wir auch bei Duellen benutzen, soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob sie diesen Zauber in Gegenleistung mit Informationen weitergibt. Finden wir es einfach mal heraus. Die Trainingsstunde habe ich ja schon hinter mir, deswegen können wir jetzt direkt dahin. Übrigens habe ich dafür ganze 5 Tage gebraucht, bis ich beide Lektionen fertig hatte. Also erstmal die jeweils 9 Sterne kriegen und ich glaube beim Fliegen waren es dann nochmal 8 Stunden. Und in Verwandlung hatten wir dann ja auch noch einen Zauber. Nee, gar nicht, war in Zauberkunst war das. Und da waren es dann auch nochmal 3 Stunden, aber ich habe echt 5 Tage dafür gebraucht. Und das, obwohl ich es jetzt schon auf meinem Handy installiert habe. Ich hoffe, du wirst einer der Schlafwandler und läufst direkt in den Schwarzen See. Reizend, meine Liebe, reizend. Warum hat uns Madame Rakepick alle hier eingeladen? Ich bin mir sicher, dass es etwas Furchtbares ist. Ich habe viele Fragen für Madame Rakepick, weil ich ein professioneller Fluchbrecher werden will. Und das schaffst du auch, Bill. Das schaffst du auch. Geht's dir gut, Valkyria? Du siehst aus, als hättest du einen Dementor gesehen. Ich wurde von jemandem angegriffen. Was? Wann? Gestern Abend. Sie haben mich bewegungsunfähig gemacht und mir gesagt, dass ich mich vor dem Wald, den Verliesen und Rakepick fernhalten soll. Warum sie? Es war nur eine Person. Sie haben gesagt, dass der Tod nach Hogwarts kommt. Wie haben sie ausgesehen? Sie hatten kein Gesicht. Es war nur ein roter Mantel. Und die Stimme klang komisch, irgendwie verzerrt. Ja, Mensch, Hogwarts ist von schützenden Zaubern umgeben. Fremde kommen nicht hinein. Schon gar keine dunklen Zauberer. Vielleicht war es kein Fremder. Vielleicht war es Rakepick. Kann ich mir nicht vorstellen, weil, soweit ich das beurteilen kann, war diese Person in dem roten Mantel ungefähr so groß wie wir. Also ein Schüler. Madame Rakepick ist ja so 1 bis 2 Köpfe größer als wir. Das würde keinen Sinn ergeben. Wir müssen es Dumbledore erzählen. Hey, Rowan, wir haben noch keine Beweise. Nein, noch nicht. Es könnte etwas anderes sein. Bis wir Beweise haben, müssen wir so tun, als wäre nichts passiert. Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendjemand davon abhält, meinen Bruder zu finden. Psst! Da kommt sie! Gott, sie ist so heiß. Na gut, roter Mantel, rotes Dings, ist natürlich ganz schick, ne? Möchte jemand raten, warum ich sie hier alle versammelt habe? Um uns zu unterrichten, um uns zu befragen, um uns zu töten. Ich bin ja wirklich versucht, ne? Ich bin versucht, aber ich glaube, ich nehme mal das Erste. Wir haben alle Selbsterfahrung mit den verwunschenen Verliesen gesammelt. Sie wollen uns wahrscheinlich allen beibringen, wie man mit ihnen umgeht. Ich habe keine Zeit, jeden von ihnen zu unterrichten. Nur die Besten unter ihnen. Hallo. Beiseite. Ich natürlich hier. Ich brauche etwas Hilfe, um die anderen verwunschenen Verliese zu finden und die Flüche zu brechen. Ich denke, einer von ihnen ist besonders gut geeignet, mein Assistent zu werden. Wer von uns?
Das wollen wir jetzt herausfinden, Mr. Copper. Versuchen Sie, uns gegenseitig aufzustacheln? Stellen Sie es sich eher als ein freundschaftliches Kräftemessen vor. Völlig freiwillig natürlich. Und warum sollte einer von uns die Assistent sein wollen? Gute Frage, Miss Merck. Die Antwort liegt darin, dass ich Ihnen Dinge beibringen kann, die Ihnen niemand sonst in Hogwarts lehren kann. Besonders, wenn man die Inkompetenz des diesjährigen Lehrers in Verteidigung gegen die dunklen Künste bedenkt. Welche Dinge denn? Das zeige ich Ihnen liebend gerne, Mr. Weasley. Ich gehe davon aus, dass sich keiner von Ihnen vor Flüchen fürchtet. Oh, klingt interessant. Ich habe auch schon eine Ahnung, wer es werden wird. Hallo. Ben wahrscheinlich schon mal nicht. So, wir haben 3 Stunden Zeit. Wir brauchen 5 Sterne. Heißt, wir gucken mal, was wir so für Dialoge haben. Und wenn wir alles gesehen haben, machen wir einen Cut. Dieser Fluch hat mir im Kampf gegen verzauberte Objekte, Kreaturen und Gegner schon gute Dienste erwiesen. Okay, dann wollen wir uns darauf mal konzentrieren. Denk an deine Ausführung. Der Explosionszauber lässt dein Ziel explodieren. Haben wir den nicht schon bei ihr gelernt? Oder bin ich gerade total doof? Konzentration. Der Zauber ist sehr gefährlich und oft tödlich. Und dann ist Ben hier? Was zur Hölle? Die Beschwörung für den Explosionszauber lautet Confringo. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich hätte diesen Zauber gerne gekannt, als wir unser erstes Duell hatten, Delacroix. Das glaube ich dir aufs Wort, meine liebe Merula, denn wir wissen ja, er ist oft tödlich. Wir denken an unsere Ausführung, das hatten wir schon. Konzentration hatten wir ebenfalls. Sagt Merula nochmal was anderes, ansonsten können wir cutten. Genau, gut. Ab hier wiederholt sich alles. Ich mache einen Cut und wir sehen uns dann nach dieser Unterrichtslektion wieder. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal sehen, wer der Assistent von Madame Rakepick wird. Ich habe da ja schon so eine Ahnung, ne? Aber ob sich das bewahrheitet, das finden wir jetzt heraus. Interessant wäre es natürlich, wenn jetzt plötzlich so, ja, hier, Ben Copper, das wird mein Assistent, weil er ist so kompetent und furchtlos und ja. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. So, Confringo haben wir damit erlernt. Im Duell können wir es einsetzen. Echt gut. Bitte zaubern Sie den Explosionszauber, Miss Delacroix. Oh, ein Z. Z für Zorro. Do it, Baby, do it. Confringo! Puff! Gut gemacht, Miss Delacroix. Sie haben tatsächlich viel Talent. Wer würde beim Finden der Verliese die größte Hilfe sein? Bill. Bill. Er hat die meiste Erfahrung und ist am mächtigsten. Er redet sogar darüber, professioneller Fluchbrecher zu werden. Er ist auch ein dreckiger Weasley. Ja, guck dich mal an. Mr. Weasley ist ein ausgezeichneter Kandidat. Wenn Miss Knight oder eine andere Person versuchen möchte, besser als er zu werden, müssen die sich ganz schön anstrengen. Ich werde jedem von Ihnen eine Einladung zu weiteren Treffen und Lektionen senden. Wenn Sie sich dazu entscheiden, teilzunehmen, seien Sie auf Herausforderungen gefasst. Und stellen Sie sich darauf ein, mächtige Magie zu erlernen. Vielleicht werden Sie sogar zur Legende, indem Sie die verwunschenen Verliese erobern. Wenn Sie nicht teilnehmen, danke ich Ihnen jetzt schon dafür, meine Zeit nicht zu verschwenden. Gute Nacht. Ich habe das Gefühl, dass Madame Rakepick will, dass du dir das Recht verdienst, ihr bei der Suche nach den verwunschenen Verliesen zu helfen, Valkyria. Wir brauchen ihre Hilfe nicht. Ich weiß, wie man in den Wald gelangt. Ich muss nur wissen, wo ich suchen muss, wenn ich erst einmal dort bin. Lass uns herausfinden, ob Tulip den nächsten Standort auf der Karte des verbotenen Waldes gefunden hat. Dann suchen wir selbst nach dem nächsten Verlies. Klingt nach einem Plan, aber können wir das jetzt gleich durchsetzen? Nein. Als nächstes sprechen wir mit Tulip. Ich habe es beinahe geschafft, die Karte des verbotenen Waldes zu entschlüsseln. Treffen wir uns später in den 3 Besen, damit ich meine Erkenntnisse teilen kann.
Das wird jetzt allerdings noch nicht der Fall sein. Wir werden jetzt als nächstes uns mit Penny treffen und nach Zutaten suchen, denn sie will ja einen gewissen Zaubertrank zaubern und uns zu Professor Snape machen. Ob das so hinhaut, wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt nicht mehr viel Energie. Notfalls müssen wir halt wieder einen Cut setzen. Und es wird immer später und später. Und ich hoffe wirklich, dass der Part noch rechtzeitig online geht. Ich habe wirklich lange mit den Lektionen zugebracht und konnte dementsprechend leider nicht früher aufnehmen. Gucken wir erstmal, was Penny uns zu sagen hat. Wir können einige der Zutaten für den Vielsafttrank hier im Klassenzimmer für Zaubertränke finden. Wenn du den Trank zu dir nimmst, siehst du genauso aus wie Professor Snape. Merula wird Snape gestehen müssen, dass sie meinen Trank gestohlen hat. Ich wette, du wirst ein toller Snape sein, Valkyria. Übe einfach Dinge zu sagen, die mürrisch und düster klingen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich verachte sie aus ganzem Herzen, Delacroix. Hör auf! Es ist, als hätte ich mir einen Kitzelfluch eingefangen. Welche Zutaten müssen wir finden? Flussgras, Knöterich und Florfliegen. Die sind auf dem Schrank da drüben, aber leider schlecht zu sehen. Darf ich mal? Oh, gute Idee. Erstmal Lumos, um ein bisschen mehr Licht zu haben. Lumos! Großartig! Beeilen wir uns, diese Zutaten zu finden, falls Snape von deiner Imitation angelockt wird. Da hatte ich gerade wirklich Probleme mit dem Wort Imitation. So, wir haben 3 Stunden Zeit, brauchen aber nur einen Stern. Was bedeutet, ich würde an dieser Stelle einen Cut setzen und dann sehen wir uns einfach am Ende, nachdem wir schon einmal das Klassenzimmer für Zaubertränke durchsucht haben und hoffentlich auch alle Zutaten gefunden haben werden. Gut, also noch ein kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir auch mit dieser Lektion fertig. 3 Stunden später. Ich habe sie gefunden. Florfliegen. Und hier ist Knöterich und Flussgras. Mhm. Perfekt. Wir machen uns daran, den Vielsafttrank zu brauen. Ja, ich spiele Assassin's Creed Rebellion. Wow. Jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Woher weißt du überhaupt, wie man diesen Trank braut? Snape hat es im Unterricht erwähnt, also habe ich ein Buch aus der verbotenen Abteilung der Bibliothek gestohlen, in dem das Rezept stand. Ernsthaft, Penny? Du bist eine, die einfach so in die verbotene Abteilung geht? Das hätte ich von ihr tatsächlich nicht gedacht. Mach dir keine Sorgen, ich bringe das Buch zurück, sobald wir fertig sind. Niemand wird es erfahren. Ich hätte nie gedacht, dass die allseits beliebte Penny Haywood mal die Regeln bricht. Wir lernen uns eben immer besser kennen, Valkyria. Wir müssen trotzdem noch 2 Hornhorn und Baumschlangenhaut sammeln. Diese Zutaten sind schwieriger zu finden. Oh ja, ich erinnere mich an das Gameboy-Spiel zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wundervoll. Bis man diese beiden Zutaten mal hatte, vergingen wirklich Jahre. Mein Freund Lizard Tuttle kann sie uns besorgen. Lizard Turtle? Ist das eine Art magisches Reptilienwesen? Tuttle. Ihr Spitzname ist Lizard. Sie ist eine tolle Slytherin in unserem Jahrgang und von magischen Kreaturen geradezu besessen. Sie gibt sogar jedem Flubberwurm, den sie sieht, einen Namen. Sie scheint cool zu sein. Sie scheint seltsam zu sein. Hallo, sie gibt ihren Flubberwürmern Namen. Ich finde sie cool. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Eine Expertin für magische Kreaturen wäre dir eine große Hilfe. Ich muss Florfliegen für den Vielsafttrank einlegen. Das könnte Wochen dauern. Ich wünschte, ich könnte dabei sein, wenn du und Lizard aufeinandertreffen. Okay, das heißt, wir treffen uns jetzt alleine mit Liz. Penny hat 2 Hornhorn und Baumschlangenhaut. Wir treffen uns im Obergeschoss. Dort bekommst du den Rest. Dann treffen wir uns doch mal mit Liz. Sie sieht auch ziemlich cool aus. So, dieses Leopardenmuster ist ziemlich interessant. Und sie ist eine Slytherin. Ich habe immer Probleme mit diesem Hausnamen. Wundervoll. Okay. Das verwunschene Verlies. Da können wir jetzt ja nicht mehr hin. Da haben wir sie.
Entschuldigung? Bist du Lizard? Penny Haywood hat mich geschickt. Hör sofort auf, Billywick! Bowtruckle oder Bundimoon! Hä? Billywick? Bowtruckle oder Bundimoon? Bowtruckle. Bowtruckle? Du liebst die Natur, ja? Genau wie ich. Vielleicht lebst du eines Tages an einem Baum. Ich hab's mir für eine Weile versucht. Ich hab nur Bowtruckle gesagt. Es fühlt sich so an, als wüssten wir schon eine ganze Menge übereinander. Ich liebe sie. Viele machen sich über mich lustig, weil ich diese Frage stelle. Manchmal räche ich mich mit dem Flederwitschfluch. Flederwichtfluch. Das klingt ziemlich verrückt. Ach, ich weiß. Ich komme nicht so gut mit Menschen klar. Ich verstehe mich viel besser mit Tierwesen und anderen Kreaturen. Ich bin Liz Tuttle. Alle nennen mich Lizard. Du weißt schon wegen meiner Liebe zu Tieren. Du bist in Slytherin, oder? Hast du damit ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur so, dass die Slytherins, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe, also, die sind, bis auf Barnaby natürlich, böse. Ich wollte sagen wie Merula, aber ja, das trifft es auch. Merula ist nicht immer böse, nur meistens böse. Penny hat gesagt, dass du Zaubertrankzutaten für mich hast. Zwei Hornhorn und Baumschlangenhaut. Beim Sammeln dieser Zutaten wurden keine Kreaturen verletzt. Ich mag Penny sehr. Sie braut viele Zaubertränke, aber anders als Snape ist es ihr wirklich wichtig, wo ihre Zutaten herkommen. Sie hat sich die Zeit genommen, nett zu mir zu sein, auch wenn alle immer sagen, dass ich seltsam bin. Also ich finde dich voll cool. Das sagen viele Leute auch über mich und viele meiner Freunde. Ach, wenn wir Freunde wären, würde ich einen Pack Crubs auf deine Feinde loslassen. Ah, Crubs sind wie kleine Hunde, aber mit gespaltenen Schwänzen. Sie haben nasse Nasen und heraushängende Zungen und ihr Bein ist so niedlich. Ehrlich gesagt sind sie keine guten Tiere für einen Angriff, aber es macht Spaß, sie zu streicheln. Du könntest meinen streicheln, wenn wir Freunde wären. Streiche ihn. Das klingt gut, denke ich. Ich habe irgendwie den Faden verloren. Richte Penny schöne Grüße von mir aus, Valkyria. Sag Bescheid, wenn du wieder spezielle Zutaten brauchst. Oh, wie cool. Können wir uns jetzt echt mit Liz anfreunden? Das wäre klasse. So, als nächstes müssen wir den Vielsafttrank brauen. Penny gibt uns dann Bescheid, wenn alles bereit ist und wir den Vielsafttrank brauen können. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Natürlich haben wir auch noch die Hauptquest. Die machen wir dann allerdings im nächsten Part weiter. Denn ich muss an dieser Stelle einen Cut machen, damit der Part noch rechtzeitig kommt. Das könnte jetzt schon ziemlich knapp werden. Also wenn ich es nicht um 18 Uhr schaffe, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen später sein. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hier anschaut. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Knocks.